Ich bin Claudia, ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Valencia, Spanien. Und ich bin Komponistin. Die Ideen kommen so mit Leben, sozusagen. Also ich habe zum Beispiel bekomme ich Freunden Empfehlungen oder einfach habe ich Fragen über Leben oder was mich Sorgen macht. Und dann versuche ich mit Musik das übermitteln. Es ist wie eine Sammlung von Emotionen, Gefühlen und es ist nicht nur mich in der Mitte zu stellen und das gibt mir auch Platz, um entdecken oder Musik in eine andere Sicht zu sehen. Ich glaube, Zeit ist eine wichtige Dimension, weil ja, dort ist aber auch Raum und vielleicht alles hat mit diesem zu tun. Aber ich glaube, die große Wechseln von Materialien und Energie und Collision sozusagen, auch eine Dimension. Der Grund, weil ich komponiere, ist super einfach und ist, dass ich Musik besser verstehen möchte. Ich muss das entdecken, erforschen und dann mache ich das. Ja. Manchmal ist Musik keine nur Spaß und nichts weiterdenken und ein Gefühl von Gemeinsamkeit und dass du Musik mit anderen genießen kannst, aber es ist auch eine Art und ein Tool, um die Welt zu verstehen. So es ist vielleicht in meinem Kopf klingen wie zwei super unterschiedliche Dinge, aber im Prinzip können super gut zusammenstehen und das fühle ich auch in meiner Musik. Mein Name ist Sergi, ich bin Komponist. Ich wurde in Badalona geboren, eine große Stadt in der Nähe von Barcelona in Katalonien. Ich habe in Barcelona 2 Jahre Tontechniker, 4 Jahre Jazz- und Modernmusik und auch den Bachelorstudium in Komposition bei den Professoren Ramon Humet und Benet Casablancas studiert. 2019 habe ich in Barcelona den Komponist, Dirigent und Professor Bert Fohr kennengelernt, der mein Orchesterstück Parasomnia dirigiert hat und mich ermutigte, nach Graz zu kommen und bei ihm Masterstudium Komposition an der Kunstuniversität zu studieren. Musik hat mich schon immer begleitet, seit ich ein Kind war. Aber ich denke, der Impuls, Musik zu studieren, kommt von meinem Stiefvater, der mehrere Instrumente ins Haus brachte und ich begann selbst Klavier und Gitarre zu spielen. Komposition ist für mich eine Art, eine Geschichte zu erzählen. In Musik ist eine Geschichte durch Klänge. Jedes Stück ist für mich eine neue Geschichte, die man erzählen will. Und das ist, was mir an der Komposition am besten gefällt. Ich komponiere gerne allein und ich brauche sehr ruhige Klima. Zusammenarbeit mit Musikern ist natürlich unverzichtbar für einen Komponisten. Ohne Musiker bleibt das, was wir schreiben, nur auf dem Papier. Zum Beispiel, ich erinnere mich, Oblivion, es war eine Stunde lang elektronische Musik für italienische Tanz mit der Choreografin Silvia Batet.
war fantastisch, diese Familie. Es war eine neue Erfahrung, mit einer Choreografin zu arbeiten. Mein erstes Style-Quartett mit Quattro Diotima, es war einfach außergewöhnlich für mich. Und sicherlich eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe.